In einem Stadtteil von Berlin ist gestern Abend in einem 11-stöckigen Haus ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, 11 weitere wurden verletzt. Die Feuerwehr evakuierte die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses und sucht nun nach der Brandursache. Erst vor 4 Wochen wurde genau dem Haus eine junge Frau mit einer Axt erschlagen. Die Polizei hatte den Täter erschossen. Antje Diedrichs. Die Flammen schießen aus der Wohnung in der 3. Etage. Noch bevor die Feuerwehr eintrifft, spielen sich in dem Hochhaus dramatische Szenen ab. Der Feueralarm fiept, Qualm breitet sich in der Etage aus. Ein Mann ruft um Hilfe. Ein Anwohner hat die Aufnahme mit seinem Telefon gemacht. Hilfe! Komm da lang, wir haben angerufen. Kommt Feuerwehr gleich. Brennt deine Wohnung, oder? Nein, von meinem Bruder. Mein Bruder hat da die Säge mit der Kreissäge und hat von mir geschlagen. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Bei dem Brand wird eine Person getötet und 11 weitere werden verletzt. Einsatzkräfte evakuieren die restlichen Menschen aus den insgesamt 200 Wohnungen. Die Feuerwehrleute bekommen schließlich den Brand unter Kontrolle. Das Komplizierte an dieser Einsatzstelle war, dass wir sozusagen 2 Brandstellen hatten. Ja, wir hatten im 3. Obergeschoss den Vollbrand einer Wohnung, der bereits auf das 4. Obergeschoss übergriff. Die Einsatzkräfte schalten Strom und Gas in dem Gebäude ab. Die Bewohner stehen unter Schock. Sie können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Ich bin schockiert bis jetzt. Ich kann nicht. Das ist das erste Mal bei mir so. In meinem Leben. Erste Mal. Naja, es hat halt gebrannt. Ne? Der ganze Rauch war im Treppenhaus gewesen. Und dann bin ich halt raus mit meinem Hund und meinem Freund. Und im Treppenhaus, wo wir runtergelaufen sind, hatten wir schon den Mund vorgeschützt, weil das alles so voll Qualm war, dass wir gar nicht mehr atmen konnten. Dann wieder rausgegangen, ich wollte Katze holen, aber habe ich diese Katze nicht gesehen. Einfach. Die Bewohner werden in einem Bus der Feuerwehr versorgt und dann in ein Hotel gebracht. Unterdessen laufen die Untersuchungen zur Brandursache. Das Ungewöhnliche daran: In diesem Hochhaus wurde erst vor kurzem ein Verbrechen verübt. Vor 4 Wochen ist eine junge Frau mit einer Axt erschlagen worden. Die alarmierte Polizei hatte den Täter daraufhin erschossen.